Hallo allerseits, hier ist wieder der Striggi. Wir spielen Paladins, heute zum zweiten Mal. Diesmal mit Justel Mustel, auch genannt Justel Mustel. So, ich habe hier einen neuen Charakter namens Buck. Den habe ich mir zusammengespielt. Man bekommt ja für irgendwelche Leistungen hier Gold. Für Levelaufstiege oder Siege. Muss ich auch erstmal durchblicken. Auf jeden Fall hat es schon mal zu einem Charakter gereicht. Man kann sich wohl alle dann mehr oder weniger zusammenarbeiten. So, das bin ich. Man kann hier verschiedene Decks auswählen. Ich habe natürlich nur Standard. Ich habe den ja noch nie gespielt. Und was ich beim letzten Mal gelernt habe, Taste B und ich mache eine wunderschöne Pose. Toll. Super. So. Mal schauen, was hier. Die rennen schon wieder alle hektisch hin und her. Keine Ruhe in dem Haufen. Wir sollen uns für die Battle präparieren. So, mal schauen. Spielmodus ist der ganz normale: Basis erobern und dann irgend so, so einen Wagen schieben bis zum Ziel. Pro Eroberung kriegt man einen Punkt. Wenn man den Wagen bis zum Ziel dann noch schiebt, bekommt man noch einen Punkt. Sieger ist, wer insgesamt 4 Punkte hat. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so hinterher renne. Ich weiß gar nicht, wo es läuft. Ach du. So, schade. Ich habe mich sehr auf einen konzentriert und wollte den rausnehmen. Nun gut, es soll weitergehen. Ich habe irgendwie die Vermutung, die spielen ziemlich gut. Auch wenn ich mich zurückhalte, die treffen mich irgendwie immer. Macht aber nichts, wir legen gleich weiter. Die werden wahrscheinlich das Ziel auch noch. Oh, hier hat es mich weggeworfen, ne? Weiß nicht, der Schuss war so stark, da hat mich der Rückstoß weggeworfen. Das sieht überhaupt nicht gut aus für uns. Gar nicht gut. So, ich bin gerade in ein Chicken verwandelt worden. Verteidigung ist fehlgeschlagen. Das heißt, nächste Runde, der Gegner hat schon 2 Punkte gewonnen und wir keinen. Wenn der Gegner das noch einmal durchzieht, haben wir gnadenlos verloren. Ich hoffe ja, dass wir auch mal ein Pünktchen hier kriegen. Ich muss zugeben, ich bin hier der Obernoob, da ich das Spiel vielleicht 3, 4, 5 Mal gespielt habe, also 3, 4 Runden. Und diesen Charakter zum allerersten Mal, also kein Wunder, ich weiß ja gar nicht, was hier los ist. Vor mir der Justelmustel. Alter Kamerad, ich mache auch noch mal eine schöne Pose für ihn, extra für ihn. Ja, guck, meine Muskeln. So, jetzt bin ich wieder romantisch auf dem Pferd. Aber ich werde mich hüten, hier wie so ein Doofer vorzupreschen. Hat eben auch nichts genützt. Ich werde mal hier so den Weg des... Keine Ahnung. Enemy killing spree.
habe hier ein paar Kills gemacht, bin aber sehr aufgeregt, muss ich zugeben. So, wir haben das Scheißding auch mal erobert. Wir haben unseren Punkt. Da ist er. Jetzt schieben wir den Wagen an. Oh, ich bin schon wieder so ein blödes Huhn geworden. Hab mich aber gerecht als Huhn. Ich habe 8 Kills in Folge. Leider hat es mich jetzt mal erwischt. Hab mich also zurückgehalten, so einen Seitengang genommen und immer so von der Flanke geschossen. Deswegen steht da auch Flanke dabei bei der Charakterwahl. Oh. So, dann laufen wir mal weiter über die Flanke. So, unser Wagen fährt noch, aber die Zeit wird natürlich knapp. Ich schub's den mal an. Komm, kleiner Freund, lauf. Gnadenlos tickt die Uhr. Ich fresse auch hier einen Schuss nach dem anderen. Verteile aber auch ganz gut, muss ich zugeben. Jetzt hat er mich aber erwischt, das war zu nah. Schade, ich hoffe, wir schaffen es noch, den zweiten Punkt zu holen. Und den Wagen an seinen angestammten Platz zu schieben. Jetzt kann ich auch nicht mehr viel mit Zurückhaltung. Die Zeit tickt. Time is ticking. Die Taktik ist nicht aufgegangen. Ich hätte wohl erst alle killen müssen. Was mir alleine natürlich nicht gelingt. Tja, werden wir es schaffen. Das heißt, ich werde doch mal wieder hier so zur Seite lang gehen. Oh, 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 oh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sinnlos geopfert habe ich mich jetzt. Na gut, schade, aber wir haben einen Punkt. Immerhin. Der Gegner braucht noch einen einzigen Punkt, weil sie haben ja auch einen bekommen, weil sie verhindert haben, dass wir den Wagen zum Ziel schoben. Nun gut, wir werden mal sehen, ob wir vielleicht noch einen holen können. Ah, ich habe erstmal einen Schluck Tee getrunken. Edelpilztee. So. Ja, ich mache eine Pose, da mache ich wenigstens was Sinnvolles heute. Ja, genau. Wunderschön. Ich werde mich wieder an diese Ecke stellen und von oben da reinräuchern. Halt, ich laufe jetzt mal vor die Wand. So, wo ging das jetzt hier lang? Hier hoch? Hey, hey, Freundchen, da wollte ich lang. Ach, Justel Mastel, der Kleine. Das gibt's doch nicht, das ist doch meine Ecke. Oh Gott, das war nicht gut. Die haben mich ja gleich weggeräuchert. Manchmal ist mir das auch sehr hektisch hier. Ich weiß manchmal nicht, wo es herkommt. Aber ist halt auch kein feingliedriges Spiel. Ich denke mal, hier kommt es auch sehr viel auf Teamplay an. So, keine Ahnung, was ich jetzt abgekriegt habe, dass ich mit einem Schuss weg war. Und ich vermute mal auch, als Flankenspieler habe ich nicht so die Health Points. Gibt ja auch noch sogenannte Tanks. Oh, die erobern jetzt den Punkt. Overtime. So, wir haben verloren. Die haben den Punkt erobert. Das war die Niederlage. Ich werde aber das Video trotzdem veröffentlichen, denn man kann ja auch mal zeigen, dass man gnadenlos verlieren kann.
Wobei, so gnadenlos fand ich es jetzt nicht. Es wird immer noch ein Highlight angezeigt. Jemand, der ganz besondere Kills gemacht hat oder irgendwas. Ja, das sieht schon sehr profihaft auf. Hält sich ein bisschen an der Ecke, schießt und schießt und trippt und trippt. So wie ich es auch mal kurz gemacht habe. Schauen wir nochmal auf die Punkteverteilung. Bester Flankierer, Justel Mustel, der alte Kumpan. Ich stehe nirgendwo als Bester, deswegen gucke ich gleich mal irgendwo anders rein. Ne? Belohnung. Immerhin 82 Gold verdient, das sind diese berühmten Goldpunkte. 30.400 Erfahrung. Spielerstufe 6. Ja, ich brauche nochmal so viel, also knapp 33.000 für Stufe 7. Das ist aber auch nicht schlecht. Und Backmeisterung. Achso, man kann ja jeden Charakter einzeln meistern. Da fehlt ja auch nicht mehr so viel. Ich schaue mal in die Punkteverteilung. Ich bin hier der Häkelkurs. Credits, naja, die, immer, ich war nicht der Schlechteste. Mhm, Eliminierung war ich auch nicht der Schlechteste. 12, das Drittbeste, so kann man sogar sagen. Oh, natürlich bin ich ja neunmal abgekackt. Und so schlecht war es nicht. Haben zwar verloren, aber hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.